So, da sind wir wieder. Ja. Meine Musik läuft doch im Hintergrund. Scheiße. Krieg ich halt wieder Probleme mit der GEMA hier. Power up der GEMA nach Hause. So, gut, das haben wir, das haben wir. Achso, Eisen kann ich ja gleich mal zurückpacken hier. Bam. Oh, mittlerweile, Alter, ja, fast einen gesamten Stack voll Eisen. Digga, das stackst der gar nicht. Oh, wir haben bereits einmal Gold. Kann es sein, dass wir schon mal so eine Sandburg auseinandergelegt haben? Scheint mir gerade hier so, weil wir haben auch hier dreimal Äpfel oder haben wir bereits einen Dungeon erreicht? Oh, keine Ahnung, ist das so, schon lange her hier. Ah ne, die ich brauchen war, die ich hab behalten war. Gut, erstmal ein bisschen Kakao wieder sammeln, ne? Erstmal hier schön Hofarbeit. Oh, schaut mal den ganzen Kakao an, wie viel davon schon fertig ist. Hm, das gibt's Scheiße. Hektar. Da kommt Kakao hin. Oh, Kakao. Ja, ich glaube, diesmal ist es soweit. Diesmal können wir unsere ersten Kekse backen. Ist ja echt schon alles fertig. Wow. Komm her. Nein, da. In der Luft pflanzen geht eher schlecht, habe ich gehört. Sich in der Luft fortpflanzen, das geht. Das ist meine Luftbestäubung, aber das ist ein anderes Thema. Das wollen wir hier nicht vertiefen. Quietsche-Entchen, Alter, ja, weg hier. Den braucht keiner. Gib mal ein paar Eier. Hat er wohl ein Ei auf dem Kopf? So, 23 Schoko über. Nice, das gefällt mir. Das heißt dann unsere. Ach, wir. Wow, wir haben. Wow, wow, ist. Wow. Oder? Habe ich gerade mehr als 64 eingesammelt? Kann das sein? Kann natürlich auch sein, dass wir die gar nicht davor im Preis hatten, sondern ich einfach nur mehr als 64 eingesammelt habe. Ja, eben doch, nee, wir hatten davor keinen Kakao dabei. Das wäre mir aufgefallen. Ich glaube mal, so dumm bin ich denn doch noch nicht. Oder ich sage einfach mal so, ich hoffe es. Dankeschön, Dankeschön. So, wo könnte man das Zeug hinpflanzen? Ein bisschen will ich mir da auch noch freilassen für Möhren und Kartoffeln, wenn wir sie dann irgendwann mal bekommen. Aber ich glaube, da. Was? Wir haben nur viel über gehabt. Ja, eher nicht so viel. So. Melonenverkloppung. Dankeschön. Scheiße. Haben wir noch eine Axt dabei? Natürlich nicht. Leck mich doch am Arsch. Na, ein paar da hinten wachsen aus der Reihe. Den wächst das Ganze über den Kopf. Hä? Bleiben die nicht normalerweise so? Wieso ist denn hier wieder grün und wieso ist hier. Hä? Aber egal. Ich dachte mal, das bleibt so. Aber scheinbar wohl doch nicht. Ja, kommst du mal her? Danke. Ja, von dem bekommt man sehr viel, von daher merkt man natürlich auch schon, allein von der Fläche, die haben wir auch schon wieder mehr als 64. Also Melonen ist eigentlich sowas von overpowered, da kriegt man so schnell Nahrung. Man bräuchte sich eigentlich in einem Survival-Game nur einmal Melonen anpflanzen und würde damit eigentlich komplett für alles, das würde eigentlich für alles ausreichen. Ist ein bisschen overpowered. Ich meine, dass man pro Stück viel bekommt, ist vollkommen in Ordnung, aber ich finde, die müssten wesentlich länger zum Wachsen brauchen. Dass sie einfach so schnell nachwachsen. Weil, wenn ich jetzt reingehe, bam, und leg die ganze Kacke mal ab hier, bam, bam, dann, hoffentlich kein Vorführeffekt jetzt,
Doch, da. Tada! Ist der erste schon wieder nachgewachsen. Also, das ist. Ja, wir könnten quasi das gesamte Spiel über einfach nur hier zwischen dem und dem hin und her rennen. Weil die Kacke wächst so schnell nach. Das ist einfach komplett overpowered. Gut, egal. Wir wollen uns jetzt erstmal hier ein paar Schoko-Crossies machen. Wird es gerade dunkel? Scheiße, wird dunkel. Weg! Die bösen Monster kommen. Da fliegt mir ein Arsch hier raus. Mädel. God damn it. Ihre scheiß Pferdearsch hier, ey. Ja, komm. Hä? Muss ich das bestätigen? Habe ich das schon jemals bestätigt? Ich dachte, ich hätte mal. Hä? Brauch einen Arzt. So, okay. Wir haben das hier. Achso, Kakao haben wir bereits dabei. Ja, da würde ich mal sagen, wie war das jetzt? Einmal da. Ne, einmal das, dann einmal da und das in die Mitte. Ja, perfekt. Nice. 64, 64 und komm, nochmal 64 hier, reicht doch. Deswegen Keks ist einfach so geil. Cookie. So, das kann zurück, das kann zurück. Wir haben 3 goldene Äpfel, die werden wir wahrscheinlich niemals essen. Weil ich mir die immer aufheben möchte, für einen Zeitpunkt, der nie kommt. Wir haben bereits 2 Eichen, okay, kannst du auch mal backen. Die hier, die könnten wir eigentlich. Habe ich noch mehr Pfeile? Ja. Rinder mit dir. So, die Knochen, die hier, die können wir eigentlich gleich mal. Komm, fuck off. Wir verbrauchen jetzt einfach mal alle. Auch da gilt wieder, gewiefte Mind-Clone oder Minecraft-Spieler wissen wofür. Oh, Mädel. Danke. Kein Respekt mehr hier. Wir können hiermit nämlich unser Zeug düngern. Oh my goodness. So kommen wir ganz schnell an Getreide ran. Na komm. Und der erste Stack schon leer. Fuck. Warum kommt immer erst das? Muss ich immer hier austauschen. Schnauze. Klappe. Am effizientesten kann man die einsetzen, wenn man auf neu gepflanzt immer zweimal raufklickt. Dann kann man die eigentlich immer am effektivsten benutzen, weil das ist eigentlich der Schub, der immer am stärksten ist. Weil jetzt nochmal raufklicken würde fast nichts bringen. Da brauchen wir einfach ein paar Sekunden warten, quasi. Ja, und wie gesagt, bei den meisten reicht sogar schon aus, sieht man ja. Zweimal klicken und die sind bereits wieder fertig. Also das Bone Meal kann man echt. Ist quasi. Wie Pestizide, nee, Quatsch, nicht wie Pestizide, aber wie Chemiedünger, also wie richtig kräftiger Dünger, der so richtig hart durchgreift. Falsche Taste, das hier wollte ich. Ich meine, das Mehl schmeckt zwar jetzt dadurch nur noch nach Knochen, aber ich meine, Mehl ist jetzt sowieso nicht der größte Geschmacksträger. Oder das Fleisch im Wasser. Nein, ich wollte darauf klicken, Arschloch. Oh, Mama, hier haben wir wieder ein bisschen. Boah, Alter, bei dem hat sogar einmal gereicht. Alter, wow, what the fuck? Ja, ist halt immer zufällig. Aber dass bereits nach einmal klicken komplett fertig war, hatte ich bisher echt noch nicht gehabt. Zumindest fällt mir gerade jetzt nicht unbedingt so ein. Okay, haben wir noch ein bisschen was. Komm hier noch. Immer schön hier ruf da. Jetzt ist Bodenmüll auch wieder weg. Geht doch. So. Haben wir gleich noch ein bisschen was Sinnvolles getan im Garten?
Garten der schönen Damen. Im Garten der Lüste. Oh. Wow, einer fällt jetzt. Ernsthaft? Hoffentlich kriegen wir hier irgendwo mal zwei. Jawohl. Wir sind gerettet. So, damit haben wir unser Beet komplett ausgebaut. Ist doch geil. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir erweitern das Feld ein bisschen, damit wir diese beiden auch noch einpflanzen können. Oder aber wir können mit diesen Samen können wir Kleintiere locken. Zum Beispiel diese kleinen Vögel, also diese Hühner und Hasen. Die können wir damit sehr gut locken. Bringt aber erst... Jetzt reicht's mir langsam, Alter. Bringt uns aber erst dann was. Was war das denn gerade? War das auch wieder... Sah gerade so anders aus. Oh ne, doch, war auch wieder Leder. Bringt uns alle erst nur dann was, wenn wir diese Leinen haben. Also hier diese Gurte, womit man Tiere... Halsband. Erst dann bringt uns das was. Da kann man sie nämlich praktisch, ja, gefügig machen. Also da kann man denen auch einen Namen geben und dann bleiben die bei einem. Und die spawnen auch nicht, soweit ich weiß. Leder kommt hier in die Kramkiste rein, brauchen wir nicht derzeit. Einzige, wofür das taugt, ist für Rüstung und die haben wir bereits. Das hier, das könnte ich mal hier mit reinmachen. Ne, da wird es ein bisschen heiß drin. Hier, schmeiß ich hier rein, dann trocknet das hier das gleich mal das ganze Holz. Das macht das Ganze praktisch haltbarer, ja. It's just a prank. Ja, komm. So. Ja. Gut, das Feld haben wir bestellt. Da sind auch schon... Gut, dann bereiten wir uns mal auf die nächste Tunnelmission vor. Und dann würde ich mal sagen... gehen wir denn in der nächsten Folge in den Tunnel. Oder wir holen uns echt mal ein Pferd. Ich meine, so oft wie eins vor der Haustür steht. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Und schaut mich an. Dam, 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 da. Oh, da. Pferd auf dem Flur. Hey, wir hatten bereits. Ach ja. Oh Gott. Das hier könnten wir auch einpflanzen. Ist super nutzlos. Also es ist natürlich nicht nutzlos. Man kann davon sehr viel essen. Das Problem ist, rote Beete kann man nicht direkt essen, soweit ich weiß, sondern das muss man wirklich immer als Salat anrichten. Und dann stellt man praktisch immer zigtausend Salatschalen mit sich rum und das ist, weil man kann in diese Salatschalen nicht stecken. Und das ist einfach... Deswegen mache ich das immer ungerne, wenn man wirklich nichts anderes hat, weil man wirklich nichts anderes findet. Weil man jetzt zum Beispiel irgendwo in der Wüste gespawnt ist und... Was war das gerade? Und um sich herum ist nichts, außer irgendwo halt ein Dungeon, wo man halt sowas findet, dann geht das. Aber wenn man Alternativen hat, dann nicht. Wir könnten... Nee, könnten wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir könnten unseren Plattenspieler bauen. Hier. Aber für den brauchen wir Diamanten. Also ein Diamant. Und zwar quasi als... Also man sieht ja hier nicht, wofür was ist, aber ich schätze mal, der Diamant soll ja praktisch für den Plattenspieler diese Lesenadel darstellen. Ich meine, ist zwar eigentlich kein Diamant, der da verwendet wird, sondern ist in der Regel eine Metallspitze. Also jetzt, klar, es gibt Plattenspieler, die haben vorne als Leseinstrument, haben die wirklich einen Diamanten drin. Aber das ist dann wirklich Profiliga. Das ist nicht der Plattenspieler, den man sich normalerweise als Endverkauf, als normaler Bürger im Laden kauft, um die Ecke. Da ist definitiv kein Diamant drin. Sondern da ist gehärtetes Metall oder eine andere Legierung. Aber gut. Schon wieder zu viel Geschwafel hier. Höhle. Wir brauchen Metall. Ich nehme mal... Wir haben bereits eine Hacke. Wir haben Metallschwert. Das reicht eigentlich sogar... Wir nehmen mal nochmal dreimal mit, falls echt die nächste Höhlenmission so lange dauern sollte, dass diese Metallhacke hier nicht reicht. Glaube ich aber eher nicht. Von daher, das hier kann komplett raus. Das brauchen wir da unten nicht. Das ist Schwachsinn. Das auch. Andererseits, die sammelt ja sowieso Metall und
Gold. Von daher kann es hier gleich mal als Platzhalter drinne sein. Dann wird es im Inventar gleich richtig einsortiert. Und belagert uns nicht hier gleich wieder alles. So, Essen haben wir dabei. Rohes brauchen wir nicht. Bett brauchen wir eigentlich auch nicht. Nicht in der Höhle. Ah, komm. Lack auf hier. So, die Dinger. Ne, nehmen wir mal das Ding nach da. Gut, die Hoe brauchen wir definitiv nicht. Das ist Schwachsinn. Die bringt uns da unten genau gar nichts. Die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil das Feld ist bereits gebaut. Ne? Von daher brauchen wir das wirklich nur, wenn wir irgendwann mal ein neues Feld anfangen, denn für Möwen oder Dixabumster, aber auf jeden Fall nicht in der Höhle. In der Höhle, eine Hoe, was willst du da machen? Steine schön schleifen oder was? Das bringt ja auch nichts. Gut, Kompass ist ja auch komplett für den Arsch. Ja, ansonsten brauchen wir eigentlich nicht. Verpflegung haben wir dabei, reichlich sogar. Ja. Gut, okay. Sind wir also bereit für die nächste Tour? Es wird schon wieder dunkel. Ich glaube es nicht. Und dann würde ich mal sagen. Ah, siehst du? Jetzt kam. Ja, jetzt gerade kam es wieder mit dem Good Morning Leafbed. Und die Meldung geht auch automatisch wieder weg irgendwann. So, machen wir mal wieder hier Clear Objekt. Mit S oder ohne S? Keine Ahnung. Mit Objekt. Mit S. Okay. So, und dann. Würde ich mal sagen. Bis gleich, bis zur nächsten Folge. Ciao mit V.